Aloha und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Debonia, Folge Nummer 4 jetzt. Und wir befinden uns ja auf dem Organon-Zug. Und ich habe auch, wie ihr merkt, sicherlich im Hintergrund die Lautstärke ein klein wenig angepasst und leiser gemacht. Und ich würde mal sagen, wir schauen jetzt einfach mal nach, wo wir hier genau mit Rufus gelandet sind, bei irgendeiner Schrottanlage hier, wie es aussieht. Und wo wir jetzt hier lang gehen können. Gut, wir haben hier drei Luken zur Auswahl. Beziehungsweise eine Luke, ein Zahnradkasten und dann noch eine Luke. Schauen wir einfach uns die mal an. Dahinter verläuft ein Sturzbach aus Schrott. Tja, Heimweh geht anders. Ja, das stimmt, ein Sturzbach aus Schrott, da sollte man nicht wirklich durchlaufen, aber vielleicht kann man die ja trotzdem aufmachen. Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lass ihn mal lieber zu. Gut, dann lassen wir die mal zu. Hier haben wir Zahnräder. Ein gut geöltes Getriebe. Ja, gut geölt, das scheint gut zu laufen. Also die Luke wird hier wohl wirklich die einzigste sein, wo wir lang gehen können. Oh, da oben haben wir sogar Zahnräder und alles, rechter Hebel. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Ah, die rechte, mit dem rechten Hebel macht man wohl hier diese rechte Luke aus, zumindest die Schrottverpresse da kann man ausmachen. Haben wir irgendwas im Inventar, was wir den Hebel steuern können, beziehungsweise damit wir den Hebel steuern können? Ich glaube aber nicht. Gut, dann bleibt uns ja nur noch diese Luke hier übrig. Dahinter führt ein Schacht nach oben. Ja, und wohin wohl? Das ist die Frage. Der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... So etwas wie... Hat hier irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? Ach ja, der gute, altbewährte Seitenschneider. Aber vielleicht bekommen wir das ja irgendwie mit dem Sockenpaar auf, oder? Damit kriege ich die nie auf. Nicht? Schade. Na nun, wie sollen wir denn die dann aufkriegen? Mit Essen spielt man nicht. Es sei denn, es ist wirklich richtig lustig. Hehehe, wirklich richtig lustig. Hm, wie können wir denn das dann aufkriegen? Wir haben doch hier sonst nichts anderes, oder? Au, so wird das nichts. Ich brauche einen Seitenschneider. Ja toll, einen Seitenschneider. Wir haben jetzt keinen. Heimatland, du. Zahnräder. Luke, da bleibt uns ja nur noch diese. Ein Sturzbach aus Schrott. Tja, Heimweh geht anders. Uah, mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lass ihn mal lieber zu. Da bleibt uns ja nur noch sozusagen, also wir haben ja hier nicht viel, kann Keine man das kombinieren? Chance. Nee. Das Zeug habe ich gerade erst mühsam aus den Couchritzen gepult. So viel habe ich schon seit Jahren nicht mehr für was zu essen gearbeitet. Genau, da steckt man das ja nicht hier irgendwie in die Socken rein. Die sind doch noch gut. Hm, aber ansonsten fällt mir halt da nichts ein, Rufus. Mit Essen, es sei denn. Damit kann man bestimmt auch nichts machen. Oh, tatsächlich. Ah, okay, wir haben jetzt unsere Nüsse da reingelegt in das Zahnrad-Ding. Jetzt verstehe ich, das habe ich gerade eigentlich eher mal nur aus Zufall gemacht, weil... Da war ja kein Handsymbol, sondern nur ein Augensymbol und ich wusste nicht, dass man damit was machen kann. Okay, dann haben wir jetzt hier den Wartungsraum oder Arm. Die Nüsse aus dem Getriebe. Na, schau sich einer die Beißerchen an. Eieiei, na damit könnten wir doch bestimmt das Gitter links aufmachen, oder? Wow. Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Ah, okay, jetzt geht's wieder weiter da, ich verstehe. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Jetzt haben wir aber da zumindest mal eine Klappe entdeckt. Ah, jetzt sehe ich sie auch, die ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Keine Chance, um in die Ritzen zu kommen, bräuchte ich Finger wie Wenzel. Eine Klappe. Gut, dann würde ich sagen, tun wir das Ding nochmal verstopfen. Klappe. Ihre Form erinnert. Können wir da vielleicht eine Socke drüber ziehen oder sowas? Ah, genau, dann geht sie nämlich nicht mehr zu. Haha, jetzt habe ich's. Genau, eine Klappe mit Socke. Dann können wir die jetzt aufmachen und den Wartungsarm uns ansehen. Auf einmal sind wir nicht mehr so stark, was?
Tja, jetzt macht er halt nichts mehr. So, der Wartungsarm wurde mitgenommen. Können wir die Socke auch wieder mitnehmen? Nee, die bleibt wohl da. Schade. Okay, machen wir halt wieder zu. Hat das Ding ins eine Socke als Türwärmer sozusagen. Hier haben wir einen Roboterarm. Auf einmal sind wir nicht mehr so stark, was? Ach so, das sagt doch im Prinzip das Gleiche. Gut, dann öffnen wir jetzt damit die Luke. Mit den Beißerchen. Perfekt. Na, nur wer läuft denn da oben lang? Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Na, nur? Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Argonon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie's doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Ja, das klingt echt gut. Diese, ja, Organon-Elfe, oder was hat er jetzt gesagt? Sie heißt auf jeden Fall Goal und spielt wohl mit einer Rolle hier demnächst. So, hier haben wir Argus. Können wir uns die angucken oder mit denen sprechen? Das Gemetzel beginnt. Sie ist echt heiß. Sie passt zu mir. Ah, hat er sich gleich in sie verliebt? Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Okay, gut. Gehen wir einfach mal da rein. In die Luke jetzt. Und was haben wir denn da? Da haben wir den linken Hebel, den rechten Hebel. Moment mal. Das sieht mir doch gut danach aus, dass wir den linken Hebel betätigen sollten. Aha. Nehmt das. Nein, nicht. Ah. Was ist das? Ah. Wow. Das war dann wohl der falsche Hebel. Du verdammter Idiot! Das war wirklich der falsche Hebel. Dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los, werft ihn über Bord! Oh. Okay. Ach, dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Pfiu, pfiu, schalt ab! Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg! Weg. Hat wohl doch nicht so gut geklappt hier. Okay. Werden wir wieder runtergeklatscht hier. Wow. Na, schöne Scheiße. Ich war so nah dran, aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon BÄM! Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Ein unverbesserlicher Gutmensch? Ja, mir war jetzt, also ich frage mich jetzt, sie haben ja den linken Hebel bedient und der rechte. Zusammen haben die wohl den Ausgleich gemacht und den mittleren bedient. Sodass dann die, ja, Prinzessin Goal, sage ich mal, nach unten gespielt wurde. Was wäre denn passiert, wenn wir zum Beispiel zuerst den rechten Hebel ausgeschalten und dann den linken angeschaltet hätten? Ginge das? Ist eine gute Frage. Wären dann die Wachen runtergespielt worden? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Jetzt befinden wir uns hier, wie es aussieht, in einem nächsten Level. So, wo sind wir denn hier? Auf jeden Fall wieder in Deponia sind wir angekommen. Okay, da nach unten geht's wohl leider nicht. Hier oben haben wir zum Beispiel schon mal eine Motorhaube. Da können wir doch einfach mal gucken. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Dass sie verschlossen ist. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Von innen öffnen. Windschutzscheibe.
Trucktür. Okay, hat der Truck noch irgendwas an sich? Nur die Windschutzscheibe. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Das könnte alles heißen. Winsme Schnitzelmi heißt der Truckfahrer. Vielleicht kommen wir an die Trucktür ran, aber ich sehe schon, da ist ein Schloss. Das geht bestimmt auch nicht. Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Ja, wie üblich halt. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich erst einen Schlüssel finden, wie wir das Ding aufkriegen. Was haben wir hier? Stier, für was ist denn der gut? Freigegeben ab 6. Wie langweilig ist das denn? Na gut, fahren wir es einfach mal, wenn wir das denn können. Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Na, der macht ja gar nichts. Gut, schauen wir mal ins schwarze Brett. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Aha, gut. Frau Dinkel vermisst den Dackel und da hat wohl, da ist auch der Hase von Edna bricht ausgesucht, da, HW. Soweit ich weiß, heißt der HW, wenn ich mich richtig entsinne. Ich habe das Spiel, wie gesagt, noch gar nicht gespielt. Wäre aber mal interessant und ich gähne schon wieder vor mich hin hier. Und es bleibt hier wohl gar nichts übrig, als reinzugehen zum Dorfkern. Hier draußen können wir im Moment gar nichts mehr machen. Oh Gott. Was ist denn hier los? Also hier ist ja einiges los. Zumindest ein großes Gebiet ist das hier. Am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Tja, jetzt gibt's aber eine Versammlung, Rufus. So sieht's nämlich aus. Zum Wassertank. Da haben wir einen Wassertank, okay. Gut, schauen wir einfach mal. Wir können hier überall hin spazieren. Gehen wir doch erst einmal ins Rathaus, weil da so eine Versammlung ist und weil mich interessieren würde, was da jetzt los ist. Vielleicht erfahren wir ja darin mehr. Ich hoffe es zumindest. Oh Gott, was seid denn ihr für? Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. Vorbereitet? Kommt sogar ein Drache vor. Also, stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Eieiei, was sind das für drei alteingesessene Idioten? Wen haben wir da? Lobo, da haben wir Gonzo und Mikek. Aha. Da haben wir Magnete. Die können wir doch bestimmt gebrauchen. Da können wir wieder raus. Okay. Hier links können wir nur was mit den Magneten anstellen. Schauen wir doch erstmal, für was er denkt, dass sie gut sind. Diese schwarzen Bretter sind so praktisch. Früher musste ich die Magnete noch mühselig im Schrott suchen. Und jetzt ziehen sie nahezu an, nicht wahr? Gut, Magnete eingepackt. Damit können wir schon mal was anfangen. Was haben wir da? Einen Automaten, einen Hebel und das war's. Was macht der Automat eigentlich? Ach, eine Ticketnummer. Okay. Bumm. Wartenummer. Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. Aber nur fast. Gut. Können wir da nochmal dran ziehen? Jeder nur eine Nummer! Spielverderberin, oh, okay. Glaube ich. Spielverderberin, glaube ich. Ja, der Typ da hinten, hinter dieser Theke ist auch ganz lustig. Sieht man die Augen und so gar nicht, nur die Schnauze und der Stuppelbart unten rausgucken. Dann schreit er da rum, jeder nur eine Nummer. Der Nächste. Der Nächste, bitte ziehen Sie eine Nummer. Gut, Öffnungszeiten. Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Uhr. Uhr natürlich. Hast du doch gehört, Rufus. So, hier ist ein großes Fragezeichen drüber. Boah, ich muss heute was scannen. Das gibt's gar nicht. Können wir vielleicht mit der Lotti nochmal... Lotti ist ja lustig. Okay, reden wir nochmal mit der Lotti. Braucht eine gute Seele.
Vielleicht sollte das mal jemand dem Bürgermeister sagen. Na, das ist eher eine tief traurige Seele hier. Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Tja, Lotti, wo ist die Frau von Elysium? Wo ist die Frau aus Elysium? Prinzessin Wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Und schon wollen ihr alle helfen. Flätzchen. Der kann seine Stimme aber auch nicht zügeln. Also immer dringt wieder die männliche Stimme durch. Kann sie nicht gut verstellen. Da muss er wohl noch ein bisschen üben. Hat der Bürgermeister hier wohl tatsächlich den Falschen eingestellt? Na, was ist, wenn wir jetzt zum Bürgermeister wollen? Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Okay. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vielleicht... Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht. Okay. Aber in der Schlange bewegt sich gar nichts. In der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. Okay. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Ach, können wir das auch sagen? Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also mich. Heute ist es unmöglich. Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Na, wie immer. Gut, fragen wir nochmal nach. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Okay, und jetzt? Bin ich jetzt endlich dran? Nein. Wenzel. Ah, okay. Der sagt jetzt immer nur noch dasselbe. Lass dich nicht aufhalten. Ich denke mal, also wenn ich das so sehe, hier zur Poststelle, was haben wir da? Zum Sitzungssaal, zum Büro des Bürgermeisters. Können wir da einfach reinspazieren? Halt! Wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro. Und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Okay, jetzt tickt er aber richtig aus. Ich nehme an, wir können hier irgendwie was mit den drei Leuten veranstalten, weil die haben alle so lustige Helme auf. Da können wir bestimmt mit den Magneten und sowas rumspielen. Das sind alles bestimmt Stahlhelme. Gucken wir uns die Leute doch einfach mal genauer an. Die sehen nämlich so aus, als wären es drei Idioten und das könnte man alles mit denen machen. Selten so dämliche Hüte gesehen. Ja, sagt das bei jedem? So dämliche Hüte gesehen. Okay, Lobo. Der Bürgermeister will was entscheiden. Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie, aufnimmt? Lothek meint, das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft, eingegliedert werden. Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen. Ich hoffe, der Bürgermeister wählt mich. Sie könnte mir in den Schlammgruben helfen. Seit ich mir beim Rostschrubben die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe, neige ich zu Nagelbettentzündungen. Du willst, dass sie für dich Rost schrubbt? Das ist empörend. Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen denn? Rufus? Grins. Rufus. Was? Das Mädchen gehört zu mir. Das Mädchen Gut, jetzt. Gehört zu mir. Das hat immer noch der Bürgermeister zu entscheiden. Wie komme ich zum Bürgermeister? Ganz einfach. Zieh dir eine Nummer und stell dich hinten an. Okay. Könnt ihr mich vielleicht vorlassen? Könnt ihr mich vorlassen? Ich hab's ein bisschen eilig und... Ach so. Na dann. Willst du meinen Stuhl haben? Sollen wir dir was zu trinken holen, während du wartest? Wir könnten dir auch einen Kuchen backen. Echt? Ich mag Kaktuskuchen, aber keine Rosinen bitte. Und, ach so, Mist. Jetzt habe ich Hunger. Na toll, jetzt haben sie mich verarscht und Hunger mir noch gemacht. Das ist ja nicht gut. Wo ist das Mädchen? Wo ist das Mädchen jetzt? Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Sie ist angeblich bewusstlos.
Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. Nette Hütte. Das Rathaus meine ich jetzt. Hüte? Hab ich da einen Trend verschlafen? Ach, Hüte! Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplanen hergestellt hat, richtig? Hey, die hat mir meine Frau genäht. Oh,